Ja, die Wiege des alpinen Skilaufs nennen wir uns nicht deswegen, weil wir glauben, wir hätten das Skifahren erfunden. Das haben andere vor uns gemacht. Aber St. Anton am Arlberg und der Arlberg als Ganzer hat immer maßgeblichen Anteil gehabt an der Entwicklung der Skitechnik. Und das ist schon losgegangen am Anfang des 20. Jahrhunderts, eigentlich gleich nach der Gründung des Skiclubs Arlberg, hat der Hannes Schneider mit seiner Arlberg-Technik damals sozusagen den Weg bereitet für eine moderne Skitechnik, die rund um die Welt geht. Und deswegen nennen wir uns die Wiege des alpinen Skilaufs, was dann über die Skitechnik hinausgegangen ist, in Richtung Sport auch, dass St. Anton mit einer der allerersten war, die Weltcuprennen oder die damaligen Weltcuprennen Arlberg-Kandahar durchgeführt haben. Die Gäste erwartet immer noch ein Ort, der sich dem Wintersport und natürlich hauptsächlich dem Skilauf verpflichtet fühlt und alles dafür tut, um diesen wunderschönen Sport auch an den Mann zu bringen sozusagen. Das Einzige, was sich nicht verändert, sind unsere Berge, die stehen felsenfest da, aber rundherum wird natürlich, gerade was die Qualität anbelangt, immer weiterentwickelt, nicht nur was die Technik anbelangt, weil die ist ja mittlerweile so ausgereift, dass es nur mehr ganz kleine Änderungen gibt, aber vor allem der Zugang zum Wintersport. Und das Ganze rundherum mit perfekten Bahnen und perfekten Pisten, das erwartet unsere Gäste hier in St. Anton. Wie man heute sieht, schneereich, und da freuen wir uns drüber. Dann würde ich sagen, sportlich auf jeden Fall. Und wenn man es zusammenfasst, Casual Premium. Wir möchten höchste Qualität bieten und das aber auf eine lockere, gemütliche, freundschaftlich-tirolerische Art. Das ist eine schwierige Frage für einen Touristiker, weil ich habe mal vor ein paar Jahren bei einem Weltcuprennen gesagt, mir ist am liebsten, wenn ein internationales Podium ist, weil wir natürlich ein internationaler Ort sind. Wir haben jedes Monat 50 verschiedene Nationen bei uns und bei mir darf ruhig ein Schwede, ein Deutscher oder Amerikanerin gewinnen. Natürlich bin ich im Herzen als Österreicher für unsere Damen und ich drücke denen auch die Daumen, aber wer immer auf dem Podium ist, der wird von uns auch freudig dort empfangen. Das heißt, es gibt keinen fixen Tipp, sondern die Besten werden gewinnen. Und die Besten, die kommen zu uns da, weil da können nur die Besten gewinnen.